Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen. Hi, ich bin heute mal, ich habe heute mal einen anderen Auftrag als sonst. Wer sich wundern mag, das ist halt eigentlich mein Pausenbildschirm für den Stream, weil dazu komme ich gleich, warum ich den jetzt benutze gerade eben. Wie euch vielleicht, ich mache es einfach kurz und schmerzlos, wie euch vielleicht aufgefallen ist, in letzter Zeit kam nicht wirklich regelmäßig und oft und viel und Neues auf meinem Kanal. Das hat so seine Gründe. Zum einen hat mich die Muße in dem Sinne vielleicht ein bisschen verlassen und ich hatte nicht so die große Motivation. Ich hatte zwar Bock, aber nicht die Motivation, was halt nicht geil ist. Und der wichtigere Grund dazu ist aber, wie vielleicht den einen oder anderen vielleicht bekannt ist, konnte ich aufgrund gesundheitlichen Problemen nicht wirklich einer Arbeit nachgehen. Und das ändert sich jetzt zum 1.8. beziehungsweise 2.8. ist auch egal. Denn ich habe, auch wenn es jetzt erst mit Ende 20 ist, meine Traumausbildung gefunden und bekommen. Ich werde nicht sagen, was es ist. Aus gewissen Gründen. Ein Grund ist, weil ich halt dieses YouTube-Gedöns und mein Privates sehr gerne trenne, sehr gerne getrennt habe und sehr gerne trennen werde. Und zum anderen ist es halt kein, ich bin Pfandflaschenschubser beim Hole-Up oder sonst irgendwas. Es ist schon etwas, es ist was Geileres. Es ist etwas mit Sicherheit für meine Zukunft. Etwas, wo ich lange darauf hingearbeitet habe. Und mit sehr viel Schweiß, Blut, Tränen und Verzweiflung, keine Ahnung, diesem Ziel nachgegangen bin. Und jetzt halt tatsächlich, ja, zum gewünschten Erfolg gekommen bin. Also, und deswegen, ich bin zum Beispiel in der Ausbildung, das kann ich sagen, recht am Anfang, ab der zweiten oder dritten Woche, ich weiß noch nicht genau, bin ich für 2 Monate nicht mal zu Hause. Das kommt auch noch dazu. Ich war noch nie so ein Freund von, ich nehme jetzt vorauf und plane das alles ein und dann, nee, ich, mag ich nicht. Und auch selbst wenn nicht, oder selbst wenn, es ist jetzt halt, es ist jetzt einfach ein, wie man es jetzt auch leider bei Call of Cthulhu gemerkt hat, ist, das Spiel wollte nicht. Das Spiel wollte einfach nicht. Vielleicht komme ich dazu, vielleicht nicht, keine Ahnung. Das ist hier an der Stelle ein halber Abschied, würde ich mal behaupten. Weil in der Ausbildung werde ich Wichtigeres zu tun haben, als Sachen aufzunehmen. Es kann sein, dass mal hin und wieder mal ein Stream kommt. Weil so ganz von diesem Gedöns hier möchte ich halt nicht weg, weil es mir ja Spaß macht. Und ja, wie gesagt, alle meine Social-Gedöns sind verlinkt. Und wenn ich streamen würde, auf Twitch. Aber wenn, wann, wie, kann ich noch nicht sagen. Und zu dem Punkt, warum ich jetzt hier im Prinzip in meinem Pause-Dingsens bin. Ich kann einmal hier den wieder anmachen. Wie man sieht, eigentlich Pausenbildschirm. So. Es liegt daran, dass ich OBS aus meiner Leiste unten entfernt habe. Weil ich ja weiß, dass ich nicht mehr aufnehmen muss. Und ich habe keine Ahnung wie. Entweder habe ich es vergessen, oder es sind mysteriöse Dinge passiert, aber OBS ist einfach nicht mehr auf meinem Rechner. Ganz merkwürdig. Deswegen musste ich jetzt auf Streamless OBS zurückgreifen und ja, mal durchklicken. Hier Startbildschirm, hier ist der Strom, der bärtige Kronkorken, vielen Dank nochmal. Ja, das an der Stelle mal. Ja, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt. Dank euch viel, vielmals. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht komme ich wieder. Vielleicht auch nicht. Aber wenn, dann regelmäßig erst in 3 Jahren. Aber es kann sein, dass hin und wieder mal ein Let's Trash oder vielleicht mal ein Weggespielt oder sonst irgendwas kommt. Das lasse ich mir halt nicht vorwegnehmen. Das ist dann spontan, wenn was kommt, wenn was passt, wenn ich Bock habe, wenn ich Zeit habe, wenn ich das, wenn ich dies, wenn ich bla. So. Aber dass ihr Bescheid wisst, dass jetzt in dem Sinne einfach mal
Pause ist. Beziehungsweise Stopp. Sodass ihr euch nicht unnötig gedulden müsst und auf neue Videos wartet oder sonst irgendwas. Also das ist halt an der Stelle jetzt wirklich schweren Herzens. Aber sagen wir es mal so, es ist halt nur ein Hobby. Ganz ehrlich. Weil mehr habe ich es halt auch nicht gesehen. Klar, macht Spaß, bla. Aber ich habe in dem Sinne jetzt was Wichtigeres. Und da habe ich Bock drauf. Und ja. Ja, es ist so schön, man sieht sich halt immer zweimal im Leben, also passt auf euch auf. Nochmal vielen, vielen Dank an alle. Und ja, vielleicht sieht man sich ja wieder. Ciao.